Entscheidungspuls Gesundheit ist eine Umfrage, die wir jedes Jahr machen, bei der wir 2000 Deutsche fragen, wie zufrieden sind Sie mit dem Gesundheitssystem? Sehen Sie Verbesserungsbedarf? Haben Sie Probleme? Haben Sie Sorgen? Wie zufrieden sind Sie mit den Ärzten? Diese Umfrage machen wir jedes Jahr, um dort auch über eine gewisse Zeitreihe erkennen zu können, wie die Deutschen zu ihrem Gesundheitssystem stehen. In Summe sind die Deutschen sehr zufrieden mit ihrem Gesundheitssystem. Wir haben festgestellt, dass etwa 3/4 sagen, das Gesundheitssystem ist gut oder sehr gut, so wie es ist. Und vielleicht noch erfreulicher, vor etwa 5 Jahren hat noch etwa die Hälfte der Bevölkerung gesagt, sie haben Sorgen in Bezug auf das Gesundheitssystem. Heute sagen das nur noch 20%. Das heißt, hier ist auch eine deutlich positive Tendenz erkennbar. Wir haben schon deutlich sehen können, dass es zwischen Stadt- und Landbevölkerung Unterschiede gibt. Das spiegelt natürlich auch die unterschiedliche Versorgungssituation wider. In den Städten sagen die Menschen, ich komme schneller zum Arzt, bin auch zufriedener, wie schnell ich zum Arzt komme. Auf dem Land haben die Menschen dort mehr Sorge und müssen auch teilweise längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Festgestellt haben wir in unserer Befragung, ist fast die Hälfte oder etwas über die Hälfte der Befragten haben Kontakt mit IG-Leistungen gehabt. Das heißt, Ärzte haben ihnen IG-Leistungen angeboten. IG-Leistungen sind sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen, das heißt Dinge, die der gemeinsame Bundesausschuss als Mehrwert empfunden hat, deswegen von den Krankenkassen nicht erstattet werden. Wie gesagt, etwa die Hälfte der Versicherten hat Erfahrungen damit gemacht und etwa 3/4, die IG-Leistungen angeboten bekommen haben, haben sie dann auch in Anspruch genommen. Das zeigt so ein bisschen das Ungleichgewicht. Wenn der Arzt mir sagt, das ist was Notwendiges, mach das mal, was soll der Patient dagegen sagen? Das Erstaunliche, was wir in unserer Umfrage festgestellt haben, ist, vielen Menschen ist bewusst, dass Pflege ein Problem sein kann. Das heißt, die Menschen wissen, dass Pflege teuer wird. Sie wissen, dass sie im Zweifelsfall dort irgendwelche Finanzlücken haben, die sie schließen müssen. Erstaunlicherweise schätzen sie die Kosten doch zu einem großen Teil noch falsch ein. Die Pflegekosten für einen schweren Pflegefall in Deutschland liegen so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Das schätzt nur der kleinere Teil der Versicherten so ein. Entsprechend haben auch sehr wenige Versicherte wirklich vorgesorgt und von diesen wenigen nur ein ganz kleiner Teil, etwa ein Fünftel, wirklich mit einer Versicherung. Viele von denen, die vorgesorgt haben, glauben, ich habe ja ein Häuschen oder ich habe Freunde, das wird schon irgendwie klappen mit der Pflege. Eine echte Vorsorge über eine Versicherung hat nur etwa ein Fünftel. Ich glaube, das Gesamtfazit, was wir ziehen müssen, ist, die Versicherten sind zufrieden mit dem Gesundheitssystem in Summe. Sie sehen an den richtigen Stellen die Probleme und sie erkennen vor allen Dingen auch richtigerweise das Problem, wie schaffen wir es, unser heute gutes Gesundheitssystem auch in Zukunft finanzierbar und für alle zugänglich zu halten.